Ich begrüße euch zum mittlerweile müsste es sogar schon der 15. Part sein zu Forza Motorsport 5. Das Auto, es ist immer noch ein Wunder. Schön, wie man hier sieht. Ich weiß gar nicht, ich habe mittlerweile, ich glaube, 4 fehlen, würden noch fehlen mit diesem Auto eben hier in der Karriere, eben hier bei der jeweiligen Autoklasse. Aber ich überlege, muss ich sagen, ob ich jetzt vorweg schon wieder wechsle, ob ich jetzt die ganze hier durchfahren werde, weil es gibt ja natürlich noch viele andere Sachen, die ich gerne machen würde, oder ob ich jetzt hier das fertig machen werde, schreibt es gerne dazu in die Kommentare. Heute aber jedenfalls geht es in dem Sinne noch einmal, also vielleicht nächsten Mal dann auch noch, kommt drauf an, mal schauen eben hier, auf jeden Fall heute mit Super Mini und zwar ab in die Schweiz. Ja, und zwar Lauterbrunnen. Von Barcelona weg. Adios, amigos. Zu. Ja, wie gesagt, Schweiz. Herrlich. Sieht das nicht herrlich aus? Wahnsinn. Passt natürlich auch schön. Schnee. Langsam mal, so lange wird es auch nicht mehr dauern. Dann wird es bei uns wahrscheinlich auch wieder bald schneien. Bald schneien. Also, das ist schon der Raum hier, wie das aussieht. So. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber nachdem ja die letzten Rennenstrecken immer verkürzt waren, sie ist ja so, bei den Superminis sind die verkürzt, ob es direkt an den Superminis liegt, weiß nicht. Aber jedenfalls waren sie verkürzt. Mal schauen, ob es hier auch wieder verkürzte Strecke sein wird. Auf jeden Fall bin gespannt. Starte wahrscheinlich wieder vorverletzt oder so. Schauen wir mal. Sicher ist 14 von 16. Ja, etwa so klar hier. Gut, schnellste bin ich ja nie mit dem Auto, obwohl ich es mehr oder weniger voll abgegradet habe. Also, Ziel weiterhin mit diesem Auto, nicht letzter zu werden. 2 Runden sind hier zu absolvieren. War schon mal gut überholt. Auf dem 13. Platz. Da geht es aus. Nicht drehen hier. Das wäre nicht gut. Platz 12, immerhin. Siehst du, wie schnell er ist? Das ist fantastisch, aber nicht für mich. So, Zebrastreifen, kurz stehen bleiben, wenn wir vorbeilassen. Oder auch nicht. Oh weh. Ich brauche mehr Kurven, dass ich hier Überholmöglichkeiten habe, weil aus der Kratz weg man es hier durch. Riskant. Ich bin ja einigermaßen schnell hier. Bam. Muss ich mir ja aufpassen, manche Fahrer sind sogar richtig aggressiv, haben wir ja schon gesehen in ein paar vergangenen Folgen. Von vorher zu sagen. Jetzt sind wir hier wieder da. Wow. Bin überrascht, nicht raus. Ich bin überrascht, aber ich bin Vierter. Das kann ich gar nicht glauben. Cool. Also die Landschaft hier rumherum. Also, wer das nicht geil findet und cool, der ist so schlecht wie ich jetzt gerade. Oh mein Gott. Zurückspulen. Oh mein Gott. Ich hätte einen Karosserieschaden gehabt. Und jede mögliche andere Scheiße, die man jetzt nur haben kann, konnte, weil das war ein total Crash, kann man nur sagen. So, ein bisschen vorsichtiger. Das Hütchen ist ja trotzdem weggeräumt. Vielleicht auch wieder reingefahren und da sind wir vorbei. So. Wir sehen nichts. Licht hier kann man leider nicht einschalten beim Auto. Zumindest weiß ich nicht, ob man das einschalten kann. Platz 3. Lange Kurve. Also es gibt hier also wirklich sehr, sehr lange Kurven, wenn man hier sieht. Ich weiß gar nicht, ob ich die Strecke sogar schon mal gefahren bin. Wenn, dann kann es sein verkürzt, ich weiß es nicht. Ich bin Erster. Nicht mehr lange. Oh mein Gott. Also die Strecke ist vielleicht doch nicht verkürzt. Sieht ziemlich lang aus. Da überholen sie mich wieder. Hier wäre auch ein spannender Kampf. Aber erster Platz ist möglich. Ich druck gerade voll aufs Gas hier. Und jetzt bin ich sogar hier vorbei. Drift, 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 Drift! Nein! Es geht sich aus. Huhuhu. Das war sehr, sehr knapp, aber alles gut gegangen. Ruhig. Ja. So, da vorne ist das Ziel. Aber wir sind in der nächsten Runde, denn eine haben wir noch vor uns. So. Wo sind sie denn? Sie holen wieder auf. Es ist eine gerade Strecke. Sie holen wieder auf. Oh Mann, der driftet hier weg, das gibt's ja gar nicht. Hab noch Vorsprung. Sieht ja gut aus. Das wäre übrigens, glaube ich, dann mein erster Sieg
überhaupt mit dem Super Mini hier? Also hätte ich das auch geschafft. Aber noch bin ich ja nicht im Ziel. Ich freue mich jetzt schon. Wie bei den FIFA-Parts, da freue ich mich auch immer, dass ich gewinne und zum Schluss. Naja, ihr wisst schon. So. Jetzt habe ich aber ziemlich einen Vorsprung hier. Das ist sehr, sehr nice. So, jetzt kommt, jetzt heißt es auf was. Nur keinen blöden, unnötigen Fehler hier wieder. Genau, hier darf man nicht raus. Ruhig. Aber guten Vorsprung hier. Sieht man auch ganze unterwegs. Sieht man ja auch, wo die anderen sind. Also noch einigermaßen weit hinten. Sehr, sehr nice. So. Hier nochmal durch. Und dann geht's hier raus. Und dann kommt jetzt wieder eine gigantische Kurve. Wir holen richtig aus jetzt hier. Und schneiden da hinein. Einigermaßen erfolgreich. So. Gegen Wand. Nein. 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 Fahr, fahr, fahr. Nein. Er ist schon wieder da. Was mache ich da? Oh mein Gott, ist er schnell. Du kommst hier nicht durch. Ah! Wo ist er? Verdammt. Wieso, Mann, wieso muss ich das so unbewusst spannend machen? So. Zick, zack, fahrt hier. Zick, zack. Jetzt nicht zu viel riskieren. Regel Nummer 1 in Forza, fahr nicht gegen eine Wand. Er ist da und jetzt ist eine Gerade. Ist er schnell genug hier? Nein, ist er nicht. Ich schaff's. Ich müsste sich auskennen hier. Ja. Souverän. Und da ist der Zähler. Und BAM! Ich habe gewonnen. Gib es dort. Anscheinend. Also Ziel habe ich jetzt im Jahr erreicht. Ich habe mal mit Super Minis gewonnen. Er ist auch einigermaßen ganz geblieben. Was will man mehr? So, wie viele Credits kriege ich denn? Ich habe ja, glaube ich, einige Credits, damit kann mir auch ein Auto dementsprechend kaufen für andere Rennklassen. Schauen wir jetzt hier mal rein. Bringt 4.100. Ja. Gar nicht schlecht. Steige ich mal auf? Nein. Fast. Sehr, sehr nice. Also, jetzt ist die Frage. Werde ich beim nächsten Part auch noch hier mit Super Minis fahren oder nicht? Ich weiß es nicht, muss ich sagen. Ich hätte vielleicht Bock, vielleicht eine noch oder nicht mehr. Mal schauen. Ihr werdet sehen im nächsten Part dann eben hier, beziehungsweise schreibt in die Comments, was ihr denn gerne hättet. Und von daher, ja, mit diesen wunderschönen, herrlichen Bildern hier vom Super Mini verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.